zwei elektrische Ladungen von 10 hoch minus 8 Coulomb und minus 2 mal 10 hoch minus 8 Coulomb befinden sich an zwei Punkten A und B im Abstand von 10 cm voneinander. Berechne die gesamte elektrische Feldstärke am Punkt C, der 4 cm von A und 6 cm von B entfernt liegt. Am Anfang haben wir diese zwei Punkte A und B, deren Abstand voneinander klein d 10 cm beträgt, das heißt 10 hoch minus 1 Meter. Am Punkt A setzen wir die Ladung Q1 von 10 hoch minus 8 Coulomb und am Punkt B setzen wir die Ladung Q2 von minus 2 mal 10 hoch minus 8 Coulomb. Anschließend konstruieren wir den Punkt C, der 4 cm von A und 6 cm von B entfernt liegt, da 4 plus 6 diese 10 macht, muss der Punkt C sich auf dieser Strecke AB befinden. 4 cm für R1, das sind 4 mal 10 hoch minus 2 Meter, und 6 cm für R2, das sind 6 mal 10 hoch minus 2 Meter. Wir suchen die gesamte elektrische Feldstärke an diesem Punkt C, Feldstärke, die wir ausdrücken in Newton pro Coulomb. Und um die herauszufinden, nutzen wir selbstverständlich diese Formel. Am Punkt C setzen wir die positive Ladung 1 Coulomb und diese positive Ladung wird von der positiven Ladung Q1 abgestoßen, also das elektrische Feld, das hier entsteht durch Q1, ist nach rechts orientiert. Diese negative Ladung Q2 zieht diese positive Ladung von einem Coulomb an, also ist das elektrische Feld E2 ebenfalls nach rechts orientiert. Um also die gesamte elektrische Feldstärke herauszufinden, reicht es, E1 und E2 zu addieren. Wir finden diese beiden Feldstärken durch diese Formel heraus. So, und jetzt brauchen wir nur noch K0 da und da zu ersetzen durch 9 mal 10 hoch 9, den Betrag von Q1 zu ersetzen durch 10 hoch minus 8, R1 zu ersetzen durch 4 mal 10 hoch minus 2, den Betrag von Q2 zu ersetzen durch 2 mal 10 hoch minus 8 und R2 zu ersetzen durch 6 mal 10 hoch minus 2. Das ergibt dann diese Rechnung. Im ersten Bruch erhalten wir 9 Sechzehntel mal 10 hoch 9 minus 8 plus 4, also mal 10 hoch 5. Und rechts dasselbe, wir erhalten 9 geteilt durch 36 mal 2 und dann noch 10 hoch 9 minus 8 plus 4, also auch 10 hoch 5. So können wir 10 hoch 5 ausklammern. Der Bruch 18 Sechsunddreißigstel, das ist ein halbes, also 8 Sechzehntel und somit erhalten wir 17 Sechzehntel mal 10 hoch 5. Das heißt 1,0625 mal 10 hoch 5. Die gesamte elektrische Feldstärke E beträgt also 1,0625 mal 10 hoch 5 Newton pro Coulomb.